Semester Wissenstraße, meine Kollegin Rom Schmidt, mir aus dem Weg gelernt wird. Unser Stellvertreter ist Florian Niederhof und Romy werde ich kurz erklären, worum es geht. Was eigentlich das Wichtigste ist, dass ihr wisst, dass das ein Florian Niederhof ist. Also extrem, also wirklich schön, italienisches Stroh mit Mohnblumen drauf. Und um diesen Hut geht es in unserem Stück. Wir werden jetzt die ganze Zeit hier dort das Stück anschauen, werden wir merken, dass dieser Hut uns Probleme bereitet. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Mein Name ist Tessier, Luc Tessier, und ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Hutes. Eine Hutgeschichte sozusagen. Ein Hut, werden Sie sich jetzt fragen. Ist das nicht schrecklich langweilig? Aber nein, denken Sie hin, wenn ich selbst dabei gewesen wäre, würde ich diese Geschichte jetzt selbst kaum glauben wie Sie jetzt. Doch, folgen Sie mir, unsere Geschichte beginnt an einem sonnigen Frühlingstag im Mai mit einem Gespräch, wenn man sowas drin nennen kann, zwischen Virginie, einem Dienstmädchen aus der Nachbarschaft, und Felix, dem Diener des Spardinat. Doch, ich höre Sie schon. So, lassen Sie mich nach in Ruhe. Ich habe für die Dummheiten jetzt wirklich keine Zeit. Einen einzigen Kuss. Kein Bedarf, Monsieur. Aber wir sind doch Landsleute, beide aus Rambouillet. Oh Gott, wenn nicht alle Küstenleute, die aus Rambouillet stammen. Das sind doch bloß 4.000 Einwohner. Das ist mir im Moment egal. Ihr Chef, Monsieur Fadinat, ist heute heiraten und Sie haben mich eingeladen, die Geschenke anzuschauen. Also, wo sind Sie, die Geschenke? Ach, das drängt doch nicht. Dazu haben wir noch genügend Zeit. Der Chef ist gestern Abend zu seinem zukünftigen Schwiegervater gekommen. Der kommt nicht vor allem zurück. Er und die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Ja, geht es dann zum Standesamt. Sagen Sie, Monsieur Felix, wenn Sie hören sollen, dass Sie bald ein Zimmermädchen brauchen, Sie werden doch an mich denken, nicht? Oh, wenn Sie eine Stelle für mich super aufgehen. Hören Sie mir mit dem auf. Der Kerl ist ein grober ersten Ranges, ein Meckerer, stets verdrossen, hinterlistig und eifersüchtig auf Gott und die Welt und seine Frau Gemahlin erst. Na, was soll er seine Herrschaft mit Schlüssel nachsagen? Ich bin da die Letzte. Ich bewahre. Ein Hausdrachen von der Gleichen ist sie. Ein steinheiliges Luder, das auf Acht so fragt und dabei die schärfste Zahn der ganzen Umgebung ist. Okay, ist sowas nicht mal möglich? Und das. Kaum, dass es hier aus dem Haus ist, verschwinden auch die von der Bildfläche. Wohin? Ich weiß es nicht. Und sie wird sogar fürchten, mir das auf die Nase zu binden. Wir schienen in diesem Haus, bei diesen Leuten, dürfen sie natürlich keinen Tag mehr machen. Ja, und außerdem wäre es noch gar nicht so unsympathisch, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der aus Rambouillet stammt. Rambouillet! Ich bin's bloß der liebe Onkel Bessine. Ist denn die Hochzeitsgesellschaft reingekommen? Ist lang noch nicht und dir mir nach Stroh kommt. Aber das kennst du doch nicht. Ich zeige es doch doch wie eine Lehrerin. Passen Sie mal auf. Ja, Sie kommen als Frau zur Hochzeit. Wie? Hin und wieder mal das Tanzen im Schwinger, was? Aber passen Sie auf, deshalb bin ich aus den Hosen fallen. Sie jammern die Uhr. Aber wollen Sie nicht Platz nehmen? Ein verehrtester Urgroßvater. Herzlichen Dank, wenn Sie noch meint. Ich dachte ja vorerst, man würde sich auf dem Standesamt treffen. Erfuhr jedoch, dass dies hier stattfinden soll, sehr unter. Jawohl, das sind ja verließ die Tote gestorben. Die Krankheiten raten die Menschen daran, wie die fliegen. Aber nein, ganz im Gegenteil. Ich habe einen Fiaker, der hat mich hergebracht. Damit hin, nimm das. Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Trag es ins Zimmer der reizenden Braut. Aber bevor Sie, es ist sehr zart und zerbrechlich. Sehr gut, dann kann ich mir gleich eine Stunde Geschenke begutachten. Auf Wiedersehen, du alter Ohrenkäfer. Süßer Käfer, die Kleine. Reizend, ja, reizend. Es macht doch immer wieder Spaß, wenn man einen hübschen und Bogen nachdrücken kann. Thank you.
sing that thing mit, keiner keiner sing that thing mit, keiner keiner sing that thing, ja, da 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 da, du und die andere Bewegung, wo man geht mit ihm, das hilft der Tour, das kann für die Wieser, das hilft 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 für die
Und zwar neben der Feuerwehr! Ja, genau, neben der Feuerwehr. Ich entschuldige mich also bei der Dame und erbiete mich, den angerichteten Schaden zu vergüten. Da mischt sich dieser Offizier ein. So ein übler Säbelrasser. Fängt er nicht gleich an, mich wie einen allerletzten Kommis herunterzumachen? Verdammt nochmal, da sehe ich aber rot. Er schreit, ich schreie an. Sie leckerlicher Couscous-Fresser, Sie dahergelaufener Möckelgern-General. Er spielt mir an und ich springe zur Seite. Genau in mein wartendes Cabriolet hinein. Auf diesen Ruck hin, da setzt sich mein Pferd natürlich in Bewegung. Und wie Sie sehen, hier bin ich jetzt. Ich hatte gerade noch so viel Zeit, dem wütenden Vaterlandsverteidiger 20 Rohr vor die Füße zu werfen. Vielleicht waren es auch nur 10. Was weiß ich. Ich werde das ja auch noch heute sehen, wenn ich die Kasse nachrechne. Das hier habe ich für mein Geld bekommen. Das ist ein ausnehmend schönes Material. Ja, aber in diesem Zustand äußerst teuer. Da musste man schon lange suchen, um einen gleichwertigen Gut zu finden. Ich verstehe dich auf der kleinen Dinge. Ja? Was ist Monsieur Felix! Verschwinden Sie endlich! Herr Monsieur! Schweig, Schurke! Wir sind einem alten Theaterstück gleich. Darf man denn fragen, um wie viel Uhr es zum Standesamt geht? Um 11, Onkel. Um 11? Ach, da wird es ja wohl noch endlich spät werden mit dem Essen. Ich habe sicher noch genug Zeit, einen Brief zu mir zu nehmen. Mein liebster Neffe, Sie gestatten mir, dass ich mich zurückziehe. Aber mit den größten Familien. Wenn ich erst verheiratet bin, dann hört sich die Klutscherei aber auf. Und die andere Seite? Ach ja, das sagte ich doch gerade. Den die Schmerz. Andere Seite auch noch. Endlich. Noch eine Stunde, dann bin ich verheiratet. Dann brauche ich es mir endlich nicht mehr anzuhören, wie mein Schwiegervater allen Daumen lang schreit. Schwiegersohn, alles ist aus! Sind Sie schon jemals mit einem Stachelschwein auf Tuchfühlung gekommen? Mein werter Schwiegerpapa, der ist nicht so jetzt. Ich traf ihn das erste Mal mit einem städtischen Omnibus. Sein erstes Wort war ein Fuß. Ich wollte ihn schon mit einem Faust ihm antworten. Da sah mich seine Tochter an. Meine geballte Faust öffnete sie wieder und ich gab dem Schaffner seine 6 zu. Zeitlich sozusagen die Fahrt. Auf diese kleine Gefälligkeit hin, da zögerte er nicht, mir mitzuteilen, dass er in Charles-Donon Besitzer einer Baumschule sei. Auch eine Samenhandlung nenne er sein eigen. Verkaufen Sie auch Karottensamen? Nein, aber es gibt eine wunderschöne Geranie. Was kostet eine Pflanze? 4 Francs. Gut, die muss ich mir ansehen. Diese Antwort verursachte in mir einen Geistesblitz. Kurz und gut bei ihm angekommen, da suche ich mir 4 Töpfe aus und bitte ihn in die Hand seiner Tochter. Wer sind Sie überhaupt? Ich habe 22 Ohren. Raus hier! Oh, da, verstehe ich. Aber bitte kommen Sie doch rein, so setzen Sie sich doch. Hat dieser Mensch nicht die bewundernswerteste Charakterlosigkeit auf dieser Welt? Naja, und von diesem Augenblick an, da war es mir vergönnt, sein verbranntes Abendessen mit ihm zu teilen. In Gesellschaft des Liesenvetters Provin, einer Art männlicher Bodenstange, die die Manie hat, alles und jedermann abzuküssen, genau wie mein lieber Onkel Bessini. Besonders auf meine zukünftige Frau hat es abgesehen. Und wenn man mir ansieht, dass mir so etwas nicht passt, dann sagen die mal alle, ah, was, die sind doch zusammen aufgewachsen. Als ob das schon ein triftiger Grund wäre. Abwarten. Wenn ich erst einmal verheiratet bin, dann hört sich diese Klutscherei aber auf. Verheiratet sein.
Ort, da läuft mir immer so ein Schauer über den Rücken. Es ist doch einfach nicht zu glauben, in einer Stunde Ehemann. Eine Freundin zu Hause ganz allein für mich und küssen kann ich sie wann und so oft ich es will, ohne vom Stachelschwein angeherrscht zu werden. Schwiegersohn, man schneidet nicht in die Blumen, bitte. Meine Damen und Herren, ich glaube fest, dass ich meiner Frau treu bleiben werde. Wirklich? Nein, aber sicher. Sie ist doch so wie Helene mit dem Rauschen. Ich habe hier eine entzückende Wohnung einrichten lassen. Hier, das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Mit den zarten Vorhängen. Etwas kostspielig zwar, aber schön. Und ein Mobiliar, so richtig für zwei Liter-Männer. Oh, ich wünschte, es wäre schon ein Viertel nach Mitternacht. Mann, hat die Hochzeitsgäste bereits nach Hause geschickt und begibt sich ins Schlafzimmer. Nun, da ist das schon wieder, dieser Schauer. Wenn ich denke, Herr Mische, dann ist es entwickelt. Nadine, dann alle anderen! Nein, Monsieur Emile, ich bitte Sie inständig! Madame, finden Sie ein, in meiner Gegenwart haben Sie nichts zu befürchten. Sapristi, die Dame mit dem Hut und ihr General! Emile, keine Skandal, bitte! Machen Sie sich keinerlei Sorgen, Madame, ich bin Ihr Ergebener, aber nicht. Monsieur, Sie dachten wohl kaum, dass wir uns so bald wiedersehen würden? Das stimmt, obgleich ich sagen muss, dass der Zeitpunkt Ihres Besuches etwas. Was wollen die denn hier? So bitten Sie, Madame, wenigstens eine Sitzgelegenheit an. Oh, hallo, ich wusste ja nicht. Madame, würden Sie gerne Platz nehmen? Bitte sehr. Außen? Da könnte jeden Augenblick die Hochzeitsgesellschaft eintreffen. Ihr Pferd läuft ja nicht flott, Monsieur. Gewiss, gewiss. Sie sind sehr freundlich. Sind Sie zu Fuß nachgekommen? Keineswegs, Monsieur. Ein Bursche ist von hinten auf Ihren Wagen gesprungen. Ein fixer Junge. Wie? Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte sie mit meiner wiederum gefundenen Peitsche schon gegeben. Wenn Sie was gewusst hätten, was wäre da geschehen? Dann hätte ich ihn gebeten, seinen Unkommodsitz aufzugeben und in den Wagen zu steigen. Dieser General geht mir langsam auf die Nerven. Emil, ich bitte Sie, die Zeit drängt. Ich wollte diesen Besuch verkürzen. Ich bin ganz der Meinung von Madame. Machen wir es kurz. Ein paar Lektionen in guten Manieren könnten wir nicht schauen, Monsieur. Leutnant! Ich habe die Matura gemacht! Sie haben sich im Beispiel sein, von den Streamung wurde verabschiedet! Wenn nichts ist, dann tut es mir leid. Ich war sehr in Eile. Aha, aus diesem Grund haben Sie dieses kleine Goldstück fallen lassen. Wie? Sehen Sie zu? Monsieur, ein bedauerlicher Irrtum. Es tut mir schrecklich leid, dass Sie diesen langen Weg auf sich nehmen mussten. Bitte sehr. Wie meinen? Ja, 20 Franc in Gold für den Hut! Monsieur! Emile! Ach, Hilfe, ich habe mir dann versprochen, mit dem Parlament zu zügeln. Pardon, ich dachte, das sei der Preis oder sind es 20 Franc mehr? Es sollte auf keinen Fall darauf ankommen. Geht es hier nicht um den Preis eines Schrotes, Monsieur? Sind Sie hergekommen, um Geld zu feilschen? Ach so, aber weshalb denn lang? Zunächst bringe eine Entschuldigung, bei Madame. Soll sich bei Madame entschuldigen! Was, wenn ich fragen darf? Ach, das ist doch zweifelhaft sicher, lasst es Ihnen. Keinesfalls, Madame, ich muss auf Ihrem Recht bestehen. Gut, wenn es weiter nichts ist. Madame, obgleich ich mich nicht im Mindesten schuldig fühle, da ich ja nicht die Person an Ihren Hund verspeist habe, so bitte ich Sie im Namen meines Herrn um Verzeihung. Aber sind Madame auch wirklich sicher, dass mein Pferd nicht mit Recht und Fug diesen modischen Artikel zwischen die Zähne genommen hat? Was sagen Sie da? Jetzt hören doch mal Sie, Herr Sie. Warum hängt Madame Ihre Hüte in die Wälder von Vincent? Ein Baum ist doch einfach kein Hutständer, oder doch? Warum läuft Madame mit Armeeangehörigen durch die Wälder? Ich finde das mehr als eindeutig. Madame! Monsieur! Was soll das heißen? Sie scheinen nicht zu wissen, dass Monsieur Tavernier... Wer ist dieser Tavernier? Das bin ich! Das Monsieur Tavernier, mein Cousin. Wir sind zusammen aufgewachsen. Das kenne ich bereits genügend. Der Kerl ist Ihr Bauer. Und weil ich ihm gestattet habe, mich an seinem Arm spazieren zu führen, ja, dann nur, um über seine weitere Zukunft zu diskutieren, über seine Beförderung, um ihm Mut zu machen.
Monsieur. Warte ihn noch die Treppe hinunter, sodass ihm kein Knochen heil bleibt. Oder vielleicht doch nicht. Die Hochzeitsgäste, da könnte ein oder andere auf den Kopf fallen. Monsieur, machen wir es kurz! Sie nehmen mir meine Worte aus dem Mund. Wollen Sie sich bei meinem Namen entschuldigen? Ja oder nein? So gut. Madame, sind Sie denn unter diesen Wohnmachten gegen Ihren Glauben? Was? Glauben Sie mir, dass ich mit dem Pferd Kokott eine saftige Trachtenlupe ausreichen werde? Das, Monsieur, helfen Sie leider nicht. So? Na gut, dann verpflichte ich es Ihnen zur lebenslangen Zwangsarbeit. Wollen Sie mich verheiraten? Monsieur, meine Stühle sind mir heilig, also zertrümmern Sie sie nicht! Das ist erst der Anfang! Warte einen Augenblick da unten, wir kommen gleich! Oh mein Gott, da kommt jemand! Der Schwiegerpapa! Wenn der hier ein Frauenzimmer vorfindet, dann bin ich erledigt! Wenn man mich in der Wohnung eines Mannes hat, dann musst du nur das nicht mehr! Madame! Monsieur! Schieß sofort diese Leute weg, oder ich bringe sie um! Das war ja höchste Eisenbahn. So, meine Lieben, hier komme ich zum ersten Mal ins Spiel. Jetzt doch nämlich Helena, die wunderschöne Frau meines Onkels Fadina. Und ich habe die große Ehre, die Ringe zu tragen, auf diesen weißen Samtkissen. Ich vertrete neben Onkel Messine praktisch die gesamte Verwandtschaft. Ist jetzt sicher auch von euch getroffen, Frau. Na gut, dann fahren wir mit dem Schiede fort. Es ist aus, Herr Schwiegersohn! Sie benehmen sich wie der erste Pflegel! Du schweigst, meine Tochter! Aber was soll ich denn um ihn mit angestellt haben? Die gesamte Hochzeit in der Jakobatenfalle aus. Acht Fiaker! Ein wunderschöner Anblick! Na und? Es wäre Ihnen zugestanden, uns bereits unten an der Treppe zu begrüßen, um uns zu küssen. Entschuldigst dich bei Helene! Schweig, meine Tochter! Also, Monsieur, starten Sie Ihre Entschuldigung ab! Diese Entschuldigerei scheint mir heute überhaupt kein Ende mehr nehmen zu wollen. Mademoiselle, seien Sie meiner untergewiesenen Hochachtung entgegennehmen. Sagen Sie übrigens, wie konnten Sie sich unterstehen, heute früh ohne ein Wort des Abschieds aus Charlotte noch wegzufahren? Nicht einen von uns hinter geküsst. Schweigprobe. Antworten Sie gefälligst. Herrgott, Sie schliefen doch noch alle. Gar nicht da. Ich war mit letztem Mix meiner Schiefe. Wir sind eben Leute vom Lande. Einfache Bauern, schlechte Bauernschüler. Und mit denen darf man herumbringen, hier ist eine Pass. Aha, er stellt schon wieder seine Stacheln auf. Sie verachten jetzt in ihre neue Familie. Ach, kommen Sie schon, liebster, bester Schwiegerpapa. Nehmen Sie einen Stück Apfeltee, der will mir ein gut tun. Aber noch ist die Ehe nicht geschlossen, Monsieur. Ich werde den Gelinde verweigern. Jawohl, verweigern Sie sich. Ich lasse mich nicht auf die Zehen treten. Kreuzbombenwelle mit dahin. Was haben Sie denn? Ich habe nur Lackschuhe. Die kneifen mich, sie brennen wie Feuer. Papa, das gibt sich um dein Gehen. Na du, was hat sie denn? Ich habe sogar Myrten gebracht. Myrten? Wozu Myrten? Das ist ein Symbol, Monsieur. Aha. Das kostet sie bloß ein Lachen, wie andere Leute vom Lande sind. Einfache Bauern, schlichte Baumschüler. Ach, jetzt setzen Sie doch endlich einen Punkt. Aber was kümmert mich das alles? Ich werde die Hürde persönlich in das Schlafzimmer meiner Tochter stellen, damit sie weiß, zum Teufel nochmal! Ja, wie lieb du bist. Schon wieder. Eigenartig. Das muss ein Glück bei ihr sein. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Papa! Ja, mein Kind. Ich habe nur nicht eine Nadel. Ich sehe mich dauernd. Ach so. Warte, Gesichtchen, das sagen wir gleich. Halt! Nina, weg! Ach was, die beiden sind doch zusammen aufgewachsen. Sie ist meine Braut! Ihre Cousine oder meine, Monsieur? Cousine hin, Cousine her! Hier doch da hinein. Nein, ich muss nicht da hinein, das ist nicht möglich. Ja, warum denn nicht? Weil noch der Tapezierer wieder sind. Komm schon, schüttel dich ein wenig damit die Nadel nach unten rutscht. Ach, das ist zum aus der Haut fahren! Ich stehe das nicht mehr durch! Hast du denn ein paar Hausschuhe, Schwiegersohn? Alter, auch nicht dort hinein! Weshalb denn nicht? Das Zimmer ist voller Ofensetzer. Pantoffel wäre mir lieber. Ofensetzer. Na gut, lassen wir uns aufbrechen. Wir können den Standesbeamten so lange warten lassen. Ober, reicht deiner Cousine den Arm. Aber die Herr Schwiegersohn, auf zum Rathaus. Ich komme gleich nach, ich hole nur noch schnell meinen Hut und die Handschuhe. Auf, Madame, Sie werden unmöglich hier bleiben.
wird der Hut von einem Gaul aufgefressen. Was macht denn die da? Ich könnte schwören, dass das der Hut von Madame ist. Schieb das wäre ganz witzig. Sofort ist es Mädchen allein. Oder ich bringe es dir um. Ich muss da rauskriegen. Sacre bleu! Marsch! Raus da! Ist jetzt! Raus da! Oder ich bringe dich um! Wer ist dieses Baumzimmer? Was hat das zu bedeuten? Madame, wie ist Ihnen nicht wohl? Madame, bitte beeilen Sie sich, meine Zeit ist bemessen. Ja, Sohn, wo bleiben Sie? Bin schon da, ich fliege. Entlass Limonade, Monsieur, entlass Limonade. Da steht ja welche. Tröster. Verdammt nochmal, wie ist es schon her? Madame, ich möchte Sie nicht gerne aus meiner Wohnung weisen, alleine wenn Sie jetzt gehen würden. Sehen Sie, dass es nicht möglich ist? Warum sollte das nicht möglich sein? Dieses Mädchen! Ja und? Was ist mit dir? Sie ist mein Zimmermädchen. Sie hat den Hut wiedererkannt. Sie erzählt, ihm ist alles meinem Mann. Sie haben einen Mann? Einen Ehemann? Er ist krankhaft, eifersüchtig und brutal. Wenn ich ohne diesen schrecklichen Hut nach Hause komme und ihr wisst ja nicht, wie Mistbauscher ist, dann stellt sich vielleicht die schlimmsten Sachen vor. Oi, 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 oi. Ich bin verloren. Erledigt für alle Zeit. Wirst du aber bitte meinen Sie nicht hier oben. Diese Wohnung ist äußerst ungesund. Jeder Schwiegersohn, kommen Sie doch. Und was nun, Monsieur? Wir brauchen unbedingt den gleichen Hut. Das ist unsere einzige Chance. Ja, genau. Der General hat weg. Hier, Madame, haben Sie einen Schritt von dem Hut und wenn Sie einen Hut den nachsehen. Ich bin sterbenskrank. Ach Gott, Monsieur, sind Sie nicht, dass Madame sterbenskrank ist? So geben Sie doch endlich die Limonade. Sowas, das muss er ausgetrunken haben. Ja, hier, Monsieur, Sie sehen gar nicht so sterbenskrank aus. Ja, hoffentlich. Aber ich kann Madame in Ihrem Zustand nicht alleine lassen. Ach, wird bald, Schwiegersohn. Zerfließt ihn. Der Hut wird kaum alleine auf den Kopf von Madame kommen. Bestimmt nicht. Also, gehen Sie schon. Oh, ich bin König, gehen Sie doch schon. Gehen ist gut. Ich sollte schon seit einer Stunde fort sein. Schon am Standesamt sein. Ich verheirate mich nämlich heute. Und ich möchte Ihnen hiermit von diesem schrecklichen Ereignis Kenntnis geben. Meine Hochzeitsgäste erwarten bereits vor dem Haus. Ihr Hochzeitsgäste sind uns wurscht. Hüten Sie Ihre Zunge, Leutnant! Vor allem suchen Sie einen Hut aus vergleichbarem Material. Mein Mann kennt den Hut. Ich muss wohl oder übel zur nächsten Hut machen, aber was fange ich inzwischen mit den Hochzeitsgästen an und wie komme ich auf das Standesamt? Oh Gott. Schwiegersohn! Schwiegersohn! Ich werde meinem Schwiegervater meinen Beinen schenken! Na, hören Sie mal! Er nennt Sie es vor! Das ist ein toter Mann! Bis hier! Schwiegersohn! Komm her schon! Öffnen Sie nicht! Es ist aus, Schwiegersohn! Alles ist nein, nein, nicht hereinkommen! Ich will doch nur diese Myrten abstellen! Nein, das ist nicht möglich! Kommen Sie hier gehen! Was geht denn hier vor? Die Tapezierer sind jetzt in diesem Zimmer. Oh, Emile! Nein. Ja, was soll denn das? Das soll ein Brautschleier sein? Also, wenn das ein Brautschleier ist, dann heiße ich Max. Und ich heiße nicht Max, sondern ich heiße Clara. Deshalb ist das auch kein Brautschleier. Also, rennen Sie dieses mitgenommen heraus und nähen Sie es genauso an, wie ich es Ihnen gesagt habe. Haben Sie mich verstanden? Ja, Madame. Ist es Ihnen klar? Ja, dann ist gut. Ein bisschen mehr Eile, meine Damen. Ist der Auftrag pressiert? Monsieur Dalibo ist immer noch nicht da. Ich werde nie einen Buchhalter nehmen müssen. Dieser alte Klapperkreis taugt überhaupt nichts mehr. Er ist einfach zu alt. Wie schön ist die Wahl? Ja, Sie kommen halt immer wieder ziemlich früh, Monsieur Dalibo. Das ist nicht meine Schuld, Mannes. Ich bin heute bereits um 6 Uhr aufgestanden. Gott ist mir heiß. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe mich rasiert. Ich habe gefrühstückt.
Ich habe mein Morgensüppchen gemacht. Ihr Morgensüppchen? Was bitte schön habe ich denn mit Ihrem Morgensüppchen zu tun? Das ist nämlich so. Der Milchkaffee geht mir zu stark auf den Magen. Und da ich Nachtswache habe, Sie? Habe ich meinen Waffenrock abgelegt, denn eine Uniform verträgt sich schlecht mit einem Putensandal. Aber besser muss ich da nicht wo. Sie sind doch mindestens 55 Jahre alt. Ich bin sogar ganze 62 jetzt gestattet. Na, danke schön. Aber ich habe von der Regierung die Vergünstigung erhalten, weiterhin zu dürfen. Das ist die echte Annehmlichkeit. Aber nein, nein, es ist bloß, damit ich mit meinen alten Kameraden Tolle Bär zusammen sein kann. Und wer ist dieser Tolle Bär? Tolle Bär, ein klarer Erdenlehrer. Wir stehen zusammen am Wache und spielen die ganze Nacht um ein paar Glas Limonade. Limonade ist mein einziges Laster. Bier vertrage ich leider nicht. Monsieur Dalibo, Sie müssen sich mit einem Jagd erledigen. Eine sehr eilige Sache. Selbstverständlich, Frau Präsident. Aber gestatten Sie mir, dass ich mir vorher meine Flanellweste überziehe. Ja, wenn Sie zurück sind. Sie müssen jetzt sofort in den Raum, bitte, Miss Michel. Es ist bloß. Sie werden die Tricolorscherben abholen. Tricolorscherben? Ja, die vielen Landbürgermeister auch, Sie wissen doch. Es ist nur, weil mein Hemd vollkommen durchweicht ist. Wie? Sie sind ja immer noch da. So geht sie schon. Selbstverständlich, Mademoiselle. Ich werde mich aber umziehen, sobald ich zurückgehe. Boah, der hat mich heiratet. Ich brauche eine jüngere Kraft. Meine Angestellten müssen vor lauter Bestellungen Überstunden machen. Die Arbeit klappt. Alles steht zum Besten und mir fehlt es an nichts. Es war eine gute Idee, mich hier niederzulassen. Ich bin erst seit 4 Monaten hier und schon floriert das Geschäft. Ich bin aber auch keine Modistin wie alle anderen. Ich bin eine typisch brave Geschäftsfrau. Ich habe keinen Liebhaber, naja, wenigstens mal. Oh, neue Kundschaft. Bram, ich bringe dich in den Spruch, aber stellst du sofort das Ei. Oh mein Gott, für wen brauchst du denn eine Dame Stroh, wo du suchst? Gütiger Himmel, klarer, verflossene. Draußen vor der Tür wartet die Hochzeitsgesellschaft. Ach so, es ist keiner vorrätig. Mach nichts, da muss ich mich anhaben. Da bist du also wieder. Und von wo kommst du so plötzlich her? Clara, bitte keinen Lärm, ich werde dir später alles erklären. Ich komme aus Sumur. Und dazu hast du vorher 6 Monate gebraucht? Ja, ich habe die Postkutsche verpasst. Du bist wirklich reizig. So benimmst du dich also einer Dame gegenüber? Zugegeben, ein kleiner Fauxpas. Doch, wie ein kleiner Fauxpas. Wolltest du jetzt sagen, komm, wir gehen schon mal rüber. Auf und damit fängt es an zu regnen. Ja. Und was tust du? Anstatt eine Jacke zu nehmen, stellst du dich mit mir in der Panorama-Sachstunde da. Zugegeben, das kann ich weit von mir. Und dann sagst du mir, warte einen Augenblick, ich gebe mir den Schirm. Ja, und ich warte und warte und warte und du kommst dann auch tatsächlich zurück. Nach 6 Monaten. Und ohne Bildschirm. Ja, aber du übertreibst etwas zu sehr. Außerdem waren es 6 Monate und sondern nur 5,5. Und ja, wegen des Regenschirms. Ich habe ja einen Schock hier. Nein, dafür nicht, ich dir schnell einen ganz neuen und eleganten besorgen. Nein, danke, mein Freund. Ich will eine Erklärung. Wie ist die Hochzeitsgesellschaft? Ist noch immer unten und der Preis für die Fiaker steigt und steigt wie ein Thermometer. Ach klar, liebste, beste Clara, du weißt, wie sehr ich dir zugetan bin. Aber ja, wenn ich daran denke, dass dieser Kerl mir das Heiraten versprochen hat. Ich Idiot. Aber schätze, ich verspreche es dir noch immer. Du, wenn du eine andere nimmst, dann mache ich dich für aller Welt unmöglich. Aber Clara, ich und deine andere heiraten. Ich wusste ja noch sowas. Ist das nicht Beweis genug, dass ich zu dir als Kundschaft komme? Ich benötige einen Strohhut für einen Leutnant vom Militär,
der einem Ehemann einen Streich spielen will, das heißt, dem ich einen Streich spielen will. Ich benötige einen Strohhut mit Mondblumen. Und das soll ich dir glauben? Nun ja. Nun, ich verzeihe dir, aber nur unter einer Bedingung. Ja, ich nehme sie von vornherein an, aber sag sie mir nur schnell, ich bin sehr leid. Unter der Bedingung, dass du heute bei mir arbeitest. Famose Idee, famose Idee. Und hinter der Fahndung ist auch die Kühe. Famose Idee, famose Idee. Ich habe mir heute schon den ganzen Tag gedacht, was fange ich mit diesem schönen Abend an. Aber nun, lass uns einmal kurz die Hütte anschauen. Hier ist du, mein Salon. Komm mit in den Laden. Aber fang bloß nicht an, mit den Mädels zu schäkern. Aber Mit Vergnügen. Allen Augenschein nach
Hochzeit aus der Provinz, die hier Einkäufe machen? Sind Sie soweit? Antoine, Petit, Pierre, die Vornamen sind nicht nötig, Monsieur. So? Ich schaue uns mal uns mal selber angeben. Nein, ja, Monsieur. Wir sind entsetzlich heiß. Ja, ja. Antoine, Boutourant, Petit, Pierre. Genannt, Nonagour. Entschuldigen Sie, wenn ich so unruhig bin. Aber mein Schuh rückt mich wund. Ah, meine Tochter. Papa, die Nadel hört nicht auf. Mach wieder helfen, Pandeline. Ich sag den Finger weg, Limone. Monsieur, die Zeit drängt. Ich stehe vor einer Lungenentzündung. Wohnort. Volljähriger Staatsbürger. Ihr Verbesser, meinte ich. Baumschulbesitzer. Er darf das mit der Baumschulgesellschaftsführer so. Das ist nicht nötig, Monsieur. Geboren in Beauvoir am 7.12.1902. Jetzt ist aber genug, Monsieur. Ich frage doch nicht nach Ihrem Lebenslauf. Ich bin bereits fertig, Monsieur. Ziemlich streng gesagt alles. Und Sie? Sie sind dran. Oh ja! Jetzt sind unsere Lebchen gewiss überglücklich. Sie müssen mir Ihren Namen und Adresse eintragen. Ja. Aber ich meine wichtige Funktion als Zeuge ausübe. Wie meine Mission? Habe ich mich mit meinen Blüten von Wunder vertraut gemacht. Und trägt sich eigentlich mein Schwiegersohn? Der Zeuge muss drei Eigenschaften besitzen. Aber Monsieur... Erstens... Na okay, kommen Sie schnell. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Himmel! Mein Schwiegersohn ist eine fremde Frau! Das ist so schrecklich. Diese Halunke. Zweitens... muss er Franzose sein. Oder zumindest naturalisiert. Und schweigen Sie doch endlich! Es ist aus! Ich verbiete diese Ehe! Streichen Sie das Geschriebene durch, Monsieur! Streichen Sie nur! Ja. Ich nehme meinen guten Kopf und meine Tochter! Robert, ich gebe sie dir! Gnädiger Herr Onkel! Aber jetzt ist unser Elendchen gewiss immer glücklich! Ja, was soll denn das? Alle sind aus den Fiakern! Sie sind mir ein sauberer Schwiegersohn, Herr Schwiegersohn! Aber nun ist es endgültig aus! Und was soll auch sein? Ihr Benehmen erinnert mich ja förmlich an die Orgie im alten Frankreich. Pfui Teufel, Monsieur! Pfui Teufel, sage ich! Pfui Teufel, das ist Teufel! Ja, was zum Teufel soll ich denn schon wieder angestellt haben? Das war ich mich noch zu fragen, Sie ruchloser Wüstling, nachdem ich Sie eben mit Ihrer Julia erwischt habe, Sie... Oh! Frank, er hat mich gesehen! Nun, ich will nicht neu... Und ich lasse mal zu! Armes Gesichtchen. Sie sind einmal ganz still. Man steigt nicht in die Blumenbeete. Es ist immer meine Cousine. Da ist sowas allemal erlaubt, Monsieur. So? Ist das das? Und die, die ich vorhin am Abend geküsst habe, ist ebenfalls meine Cousine. Ah. Ach so, ja dann. Machen Sie bitte sofort hier bekannt, damit ich Sie als Verwandte zur Hochzeit einladen. Das wird leider nicht möglich sein. Ist in Trauer. In einem türkisen Kleid in Trauer? Ja, um ihren verstorbenen Mann. Ja, ich werde zeigen muss. Monsieur, Sie haben meine Tochter wieder mitgebracht. Aber ich muss sie leider wieder wegnehmen. Alter, fetter Hahn. Die Würde bitte. Na, wir haben das gemacht. Und liebte sie, sie keiner umgebracht haben. Dankeschön. Fangen wir also wieder von vorne an. Was machen denn die alle da? Nein. Nein, das verhalte ich nicht. Wie was? Er geht weg? Ich muss mich umziehen, sonst zerfließe ich. Folgen wir Herrn Staatsbeamten. Wo gehen denn die alle wieder hin? Oh, Lara. Ach, Monsieur Ferdinand, hör zu, hier hast du ein Musterstück zurück. Ich habe mir da nichts dieser Qualität vorreden. Wieso nicht? Das ist erstklassig zu Strom, mit hier zu lange gar nicht behandelt. Das sieht sich ja schön in der Batsche. Ach, wenn du natürlich 14 Tage warten willst. Ich kann dieses Material aus der Welt kommen lassen. 14 Tage? Soll das ein Witz sein? Keineswegs. Ich kenne in meinem Verbund nur einen einzigen Zoll Strom. Koste er was er wolle. Ich kaufe ihn auf der Stelle. Das wird nicht möglich sein. Ich habe selbst erst vor 8 Tagen für die Baronin von Chauvigny hergestellt. Eine Baronin? Es wird wohl kaum angehen, dass ich zu der Baronin fahre und frage, Sie, was nehmen Sie für einen Hut? Kurz gesagt, weg für die Dame und ihren Leutnant. Ich werde mich jetzt erst einmal in Ruhe verheiraten lassen. Und dann... Ja, du,
Gott, ist mir heiß. Ich folge Ihrer Verletzung. Was ist denn da los? Monsieur Farina! Monsieur Farina! Lonatua! Monsieur! Monsieur, ich komme von zu Hause! Oh, die Dame mit dem Hut und ihr Leutnant! Er flucht, er blättert die Zähne, er zertrümmert ihre Möbel! Sapristi! Er sagt, sie hat ihn im Stich gelassen. Jedenfalls will er sie heute Morgen beim Kragen erwischen. Felix, du bist mein Diener. Ich befehle dir, ihn nur aufs Fenster zu werfen. Das wird es kaum gefallen lassen. Und die Dame, die Dame! Sie hat eine Nacht zusammen. Sie wiegt sich am Teppich. Ach, sowas geht vorüber. Hat einen Arzt kommen lassen. Hat sie ins Bett gelegt. Ins Bett? In was denn Bett? In Ihres, Monsieur. Blas vorbei! Das Bett! Das Lager meiner Helene! Dass ich nicht einmal in meinen eigenen Augen Wein zu wagen. Und jetzt? Bindet irgendeine dahergelaufene Lampe ihre Nacken ein auf! Lauf! Geh schon! Zieh deine Decke über den Kopf! Komm, Monsieur! Geh schon, du Halbabwärts! Und sag ihnen, dass ich das verdammte Ding gefunden habe, dass ich auf der richtigen Spur bin! Du hältst die Monsieur! Und lauf schon! Ein Kranker im Haus, ein Arzt im Bett. Da muss man was dagegen machen. Aber was fange ich inzwischen in der Hochzeitsgesellschaft an? Denn ich brauche den Hut unbedingt und sollte ihn von der Spitze des Obelisken herunterholen. Also, da habe ich eine Idee. Ich führe die ganze Gesellschaft zum Obelisken und miete das ganze Monument für 24 Stunden. Im Aufseher sage ich, dass sie mir niemanden mehr herauslassen. Oh, aber schon wieder, aber sag mir jetzt, wo sie wohnt. Wer? Baronin. Welche Baronin? Die mit dem Hut, du Trampe. Ja, hör mal. Entschuldigung, mein Engel. Ich wollte sagen, sag mir, wo sie wohnt. Monsieur, dann wo soll ich ihn begleiten, aber... Was wollen denn nur die ganzen Leute von mir? Glaub mir nach, sie kann mich nicht umziehen. Unmöglich. Monsieur Caribot, fühlen Sie mich gern zu Baroni von Champigny. Promis, Madame. Ja, nehmen Sie da hinaus und meine Abwerker stehen, dann nehmen Sie den ersten Baron. Yeah.
Wollten Sie denn ein Sterberegister? Nein, Madame. Ich habe nur gefragt, weil Sie so ein trauriges Gesicht machen. Ach, Monsieur, wenn Sie wüssten, den ganzen Tag muss ich Strafe meiner Reizen, meiner liebenswürdigen Männer mit anderen verhandeln. Und ich, eine Frau in den besten Jahren, temperamentvoll, gesund, pensionsberechtigt, ich darf nicht. Ah, verzeihen Sie die Frage, Madame. Aber wer hindert Sie daran? Mein Mann, verehrter Sir, mein Mann. Das ist eine Tragödie, glauben Sie mir. Können wir jetzt beginnen? Ach, das haben wir gleich. Finger weg, du Schuft! Er sagte bloß, dass er immer der Ehre hatte, der Frau Baronin.
Entschuldigen Sie, Monsieur. Nur rein, lieber, nur rein. Ich, war da drüben. Ich werde schon wieder ganz verrückt. Die vielen Lakaien, der vergoldete Salon, die ganzen Mannenbilder, die alles so aussehen, als wollten sie mir sagen, Monsieur, hier ist kein Gutladen. Wenn er das nicht verrückt machen sollte. Tatsächlich, ein echter Italiener. Das ist der spaßige Messe. Monsieur, ich habe die Ehre, Ihnen meine Aufwartung zu erweisen. Aber auch, Monsieur, nehmen Sie noch Platz. Bitte, danke, nein. Ich wollte sagen, ich bin in die Jacke gekommen. Jacke also, famos. Mehr hart als famos, wenn Sie gestanden. Sie sind also der Sänger, der so beliebt ist, wie es Monsieur, meine Schweiz ein bisschen gefällt. Wirklich sehr gut, sehr gut. Aber die Geschichte mit dem Ball sehr unterhaltsam. Monsieur, ich möchte wirklich unbescheiden sein, aber ich würde jetzt gerne mit der Frau Baroni persönlich sprechen. Wenn ich Ihnen ein Kompliment machen darf, sind Sie nicht den mindesten Akzent. Sie schmeicheln mir, Monsieur. Auch ein Wort, man könnte meinen, Sie kommen aus Lanzer. Was sieht er mir da vor? Monsieur, ich möchte nicht unbescheiden sein, aber ich würde... Ja, wirklich, Sie wollen über Baroni sprechen. Ich werde es zugleich holen, sie macht sich gerade frisch. Aber ich bin entzückt, Sie kennengelernt zu haben. Vorstellen? Kommt Achille Rosalba, entfernt und verdammt der Hundertstunde. Wie kommt? Wie stellt man das an, bei solchen Leuten um einen Strom zu fälschen? Sagen Sie mal. Ja. Was halten Sie denn mit meiner kleinen Romanze? Ich? Ja, und Sie? Der Titel ist Die Abendbrise und bringt gerade das Heu ein. Wenn die mal hier die Abendbrise. Ich möchte jetzt nicht unbescheiden sein, aber. Ich würde gerne mit der Frau Baronin persönlich sprechen. Ich werde es zugleich tun. Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft gemacht zu machen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Monsieur. Ganz meinerseits. Ich bin mindestens. Endlich bin ich hier mit der Baronin. Sie ist auf meinen Besuch vorbereitet. Heute Morgen, als ich von Clara, der Modistin, fortging, habe ich ihr in aller Eile ein Beleg geschrieben, in dem ich sie um eine Vertretung bat. Ich habe ihr alles geschildert, ohne Umschweife, und in der schönen Phrase geendet, gnädige Frau Baronin, zwei Köpfe hängen an ihrem Strohhut. Und bedenken Sie doch, dass Aufopferung immer die schönste Frisur des Weibes ist. Ich denke, das wird Sie gut anhören. Unterschrieben habe ich mit Graf Fanina. Ich denke, das wird sich ebenfalls gut anhören. Läuft doch. Braucht die lange, um sie frisch zu machen? Draußen, da hat die infernalische Hochzeitsgesellschaft. Sie klebt förmlich an mir. Da lässt kein einziger locker. Und die Bianca, sie liegen mir förmlich auf Waage. Natürlich meine ich das nur sinnbildlich, denn ich wäre sonst bereits zerrückt. Und dazu noch das Stachelschwein von Schwiegerpapa. Schwiegersohn, wie fühlen Sie sich? Schwiegersohn, was ist das für ein Monument? Schwiegersohn, wohin fahren wir? Verhält mich von ihm wohl zu haben, da habe ich ihm gesagt, wir fahren zum goldenen Kalb. Und jetzt glauben die, sie werden im Hof von diesem Gasthaus. Ich habe dem Aufseher natürlich gesagt, er soll mir keinen herauslassen. Soll ich denn der Baronin meine gesamte Familie vorstellen? Christi braucht die lange, um sie frisch zu machen. Wenn die wüsste, wie es bei mir zu Hause zugeht. Zwei Verrückte machen aus meinen Möbeln Brennholz. Vielleicht vermag ich heute Abend nicht einmal mehr meiner Frau ein kleines Stückchen anbieten, auf das sie ihr Köpfchen legen könnte. Apropos meine Frau. Ich habe Ihnen doch noch gar nicht gesagt, dass ich jetzt verheiratet bin. Hier, sehen Sie mich an. Ich bin ein Ehemann. Es ist vollbracht. Sie hätten dabei sein müssen. Der Schwiegervater, der Tote und seine Tochter zerflossen Tränen. Und der schreckliche Vorwürfe, der küsste und umarmte mich, als wäre ich die Frau. Leute, brauchen die lange, um sie frisch zu machen. Wir sind tausendfachen Verzeihung, Monsieur, dass ich Sie so lange warten ließ. Aber, gnädige Frau, ich verstehe nicht. Ich muss mich entschuldigen. Du fliegst
Ich werde schon wieder ganz konfus. Es ist äußerst liebenswürdig von Ihnen, dass Sie so zeitig erschienen sind. Da werden wir noch eine Weile Zeit haben, in Ruhe zu plaudern. Ist Ihnen etwa kalt? Danke, nein, ich singe die Jacke bekommen. Ach ja, das ist etwas, was ich Ihnen nicht zu geben vermag. Italiens Himmel! Warum liebt Ihre Frau Baronin? Wer liebt ihn nicht? Den erzogenen Jäger! Gewiss, gewiss, aber allein deshalb bin ich nicht hergekommen. Natürlich nicht. Aber welch wundervolles Land, dieses Italien! Was hat sie denn ständig mit diesem Italien? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorange blühen? Und ich mich um diesen Strohhut muss bemühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Und hoch der Mörder steht! Und mir es nur um diesen Strohhut geht, der dann vom Wässern gefressen wird. Wie meine, Monsieur? Madame, haben sicherlich das kleine Billet zugestellt bekommen, das ich heute Morgen an Frau Baronin geschrieben habe. Ich meine, es ist doch ein Ehre an Frau Baronin, ein Billet zu schreiben. Aber gewiss doch, es war von einem seltenen Zartgefühl, von einer Delikatesse. Ja, und so müssen mich dann wohl ziemlich indiskret gefunden haben. Aber ganz und gar nicht. Ja, ich möchte Sie dann in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam machen, dass die Aufopferung die schönste Frisur des Weibes ist. Was Sie nicht sagen? Ich sagte, Aufopferung ist die schönste Frisur des Weibes. Oh ja, das klingt plausibel. Was meint er denn damit? Sie hat mich verstanden. Sicherlich bekomme ich jetzt den Hut. Sie wollen doch nicht leugnen, dass Musik das Schönste ist, was uns diese Welt beschert hat. Diese Sprache, dieses Feuer, diese Leidenschaft. Ach ja, es gibt noch nichts Schöneres als Musik. Musik, Musik. Meine einzige Musik wäre zur Zeit dieser dämliche Strohhut, aber sie wird ihn mir schon geben. Sagen Sie, warum lassen Sie eigentlich nicht den Rossini für sich komponieren? Ich meine, ein Mann wie Sie. Ich möchte Frau Baronin trotzdem in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam machen, dass ich in jedem kleinen Beleg habe. Ach ja, das war rein von Ihnen. Ich werde Ihr Schreiben für immer und ewig aufbewahren. Glauben Sie mir, für immer. Soll das alles sein? Wie gefällt Ihnen denn eigentlich Albino? Überhaupt nicht. Aber ich möchte Madame trotzdem in aller Bescheidenheit bitten, dass Sie... Ach ja, ich höre es von mir. Sie bestehen also darauf? Liegt Ihnen so viel daran? Ja, ich bestehe darauf, wie ein Sohn der Wüste aussehen, feurigen Männer. Oh, welch südländisches Temperament! Es wäre ja grausam, kalt Sie noch länger warten zu lassen. Endlich bekomme ich ihn, diesen unseligen Strohhut. Aber was fange ich inzwischen mit den Hochzeitsgästen an? Und jetzt geht es mir um die digitale Frage. Soll ich den Preis fälschen? Nein. Unmöglich, bei einer Baronin sollte ich etwa gehetzig sein? Hier, Monsieur, ich zahle in Bar. Wie? Eine indische Nelke? Sie kann unmöglich mein Schreiben erhalten haben. Ich werde den Briefträger verklagen. Meine lieben Gäste, ich habe das große Vergnügen, Ihnen den berühmten Strizi vorstellen zu dürfen. Strizi, den größten Tenor unserer Zeit. Was zum Teufel soll ich sein? Strizi? Wer ist das, dieser Strizi? Strizi, der Rivale des großen Robert. Madame, ein väterlicher Irrtum. Seien Sie doch nicht so bescheiden, Monsieur. Sie, die Nachtigall von Bologna. Meine Damen, einen Applaus für unseren Kantoren. Jetzt hält sie mich doch tatsächlich für einen Sänger! Sie sehen so aus, als ob sie noch etwas sagen möchten. So sprechen Sie doch schon. Den großen Strizi schlage ich nichts ab. Wissen Sie, Madame, ich hätte da eine kleine Bitte, die Ihnen wahrscheinlich etwas seltsam vorkommen wird. Nämlich... Sollte es gar auf meine Schuhe abgesehen haben? Unter uns gesagt, tja, ich bin ein komischer Kraut. Sie verstehen schon, Künstler und so. Ab und zu, da gehen mir die absonderlichsten Schrullen durch den Kopf. Ja, ich weiß. Umso besser. Und wenn ich dann einfach nicht das bekomme, was ich mir vorstelle, Madame, Sie werden es nicht glauben, aber dann schlägt mir das auf die Kehle. Stockhälsig bin ich dann und
ermutigen würden. Es ist so etwas Ungewöhnliches. Mein Okay vielleicht? Nein, das nicht. Es ist unmöglich, war spannender. Wie er mich bloß ansieht. Ich bereue es schon, meine Gäste vorgestellt zu haben. Madame, das Essen ist serviert. Ah, wunderbar. Meine lieben Gäste, zu Tisch zu Tisch. Bitte folgen Sie meiner Klavierin. Bitte folgen Sie. Ach Gott, was haben Sie für ein schönes Haar? Du lieber Himmel, keine Haare. Ihr Haar, das erinnert mich an einen Strohhut, den Sie gestern trugen. Wie schon wie? Ja, genau. Dieses wunderbare Kunststück aus italienischem Stroh und lodernen Mogungen. Wie wisst ihr? Sie wollen den Hut? Ah, ich verstehe. Der Hut soll ein Gegenstück zu dem Schuh, den Schuhen sein. Zu welchem Schuh? Seien Sie beruhigt, Monsieur. Dieser Hut, ja? Ich werde ihn Ihnen morgen... Nein, nein, das geht nicht. Ich brauche ihn auf der Stelle. Aber... meine Stimme, sie ist am Versagen. Du lieber Himmel. Werden Sie voll und ganz zufrieden sein. Aber verzeihen Sie mir, ausgerechnet ein Buch. Aber immerhin, eine originelle Idee. In 5 Minuten bin ich mit dem Hut auf und davon. Krass. Ich werde meine Winterscheiße im Helium zurücklassen. Aber wenn ich an den alten Nonakur denke, wie der Enfiaga herumtobt. Und zum Teufel hat er mich bei Schwiegersohn der Infanterie. Sie schon wieder! Hey, Schwiegersohn, alles ist aus! Was machen denn Sie hier? Alles weiß? Wo? Na, hier im Haus! Christi, das Diner der Baronin! Prima! Primissima, das ist goldene Kalle! Ein hervorragendes Haus! Ich glaube, ich wird man hier öfters sehen! Setzt mich männlich! Was soll ich denn jetzt tun? Mir läuft der kalte Schweiß über die Stirn! Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich glaube, ich bin etwas angeheitert. Oh, und die anderen? Die fressen dich voll. Was wird die Baronin von mir denken? Robert kriecht am Parkett und sucht nach einer verlorenen Sprungband. Wir lachen uns fast zu Tode. Und die anderen? Das gibt's doch nicht. Was soll ich jetzt machen? Hey, hallo du. Bring mir eine neue Flasche. Ja, doch. Ruhe damit, wenn ich bitten darf! Wissen möchte ich, wo ich beim Hirten zur Ruhe gekommen bin. Schwiegervater, kommen Sie, wir gehen jetzt. Aber ich habe die Würfelbacke und das Zöpfchen gesehen. Sie wird sich schon wieder finden. Bestimmt ist sie Ruhe im Jacke oder so. Kommen Sie. Niemals sehen, was ist denn hier los? Schwiegervater, jetzt ist alles aus! Kein Wort, kein Laut, kein Tor! Ruhe noch innen! Aber Monsieur, was machen Sie denn da mit dem Kandelaber? Ich suche mein Taschentuch. Ich muss es wohl verloren haben. Aber da ist es doch, in Ihrer Tasche. Ach, ja, stimmt. In der eigenen Tasche. Wenn es sowas erlaubt. Hat man Ihnen gegeben, was Sie sich so heiß wünschen? Noch nicht, obwohl ich es doch so eilig habe. Ich weiß nicht, was für mir ist. Ich glaube, ich bin etwas angeheitert. Oh, wer ist denn hier nachher? Dieser Herr begleitet mich. Dann müssen Sie ein exzellenter Pianist sein, wenn Sie einen ganz herrlichen Sänger begleiten können. Erzählen Sie den alten fernen Pianisten. Verdammt, wir starten Sie bei der Aufwartung. Wenn der redet, dann ist alles aus. Ich komme aus Charlotte. Ja, er meint, er kommt aus Charantano. Das ist so ein kleines Ort in der Nähe von Mailand. Wie charmant. Stellen Sie sich vor, ich habe tatsächlich meinen Hürdenstock verloren. Ihren Hürdenstock? Ja, er meint die Noten zu einer überaus reizenden Romanze. Betitelt der Myrtenstock. Schade. Wenn wir sie das Jahr nicht versuchen wollen, was ist denn der Macher? Ich
glaube, das wird nicht nötig sein. Was bedeutet eigentlich jenes Band, Monsieur? Ach, das ist nur so zum Schmuck da. Das gefundene Schrumpfband. Der Schrumpfbandorden von Charantano San Juan de Salva. Das soll der Lehrer mit Schiss dieser Orden werden. Naja, ich hoffe, die Herren werden uns die Ehre machen, mit uns zu speisen. Lieber Herr, speisen? Ich bin voll mit zum Kragen. Das ist aber schade. Meine Gäste werden schon noch genug sterben. Ich werde sie aussuchen. Und außerdem wollen wir endlich den berühmten Strieg sie hören. Sie sind zu glücklich, Madame. Noch mehr Gäste? So was will ich Hochzeit. Och, Ratur, auch eine Ratur. Hier, hier. Verschwinden. Mann, lass uns nicht sehen. Ah. Lass uns auf Lage. Na, warte, du bist nicht richtig. Schau mal, wegstehen. Wegstehen. Verzeihen Sie, Monsieur. Aber die Kinder von Ihnen an werden auch immer greifbar. Das macht es. Ihren Acht. Selbst vor, ich habe tatsächlich meine Glück. Jetzt haben wir die Bescherung. Monsieur, der Hut. Der Hut, der Hut. Hier, das ist hier. Sie? Was hat denn der? Der Hut, der Hut. Was soll denn das? Das ist ja der falsche Hut. Verzeihen Sie, mein Herr, Sie halten doch nur verkehrt herum. Hinten ist vorne. Was vorne und hinten ist, weiß ich selber. Wo ist die Frau Baronin? Frau Baronin ist vorne. Wo ist vorne? Hinten im Musiksaal. Ist sie jetzt vorne oder hinten? Sie wissen doch selbst, wo vorne und hinten ist. Sie, lachen Sie nicht. Das ist nicht komisch. Das ist eine Tragödie. Wo ist der Frau Medina? Wen will ich haben? Den hat man am Jahr geschenkt. Wo und wem? Ihrem Badenchen, Madame de Bordeaux. Ich werde rasen. Und wo wohnt diese Dame? Da drücken wir nach, um 12. Okay, und jetzt geh! Geh! Raus da! Und nimm deine neuen Decke wieder mit! Ich würde sagen, auf zur Rüge, Männer! Hey, ja, Sir! Was ist? Wird nicht getanzt? Doch, ich laufe eben um die Musikanten. Aber alle sollen mitsingen. Das ist wahr.
Bezirken vor 10 Uhr abends. Und sie ist noch immer nicht zurück. Es kann mir doch keiner von Ihnen einreden, dass ein Mensch 12 Stunden und 52 Minuten braucht, um sich schwedische Wild in der Handschuhe zu kaufen. Ich habe so lange darüber nachgedacht, wie meine Frau geblieben sein mag, dass ich dann mal rasend in das Schiebesicht bekommen habe. Da übt bei mir ein heißes Fußbad. Mein Dienstmädchen habe ich zu allen meinen Freunden, Bekannten und Verwandten geschickt, aber meine Frau war nirgends zu finden. Niemand hat sie gesehen. Halt! Ich habe meine alte Tante Romy vergessen. Zu der muss ich sie nur schicken. Virginie! Virginie! Vielleicht ist ja Annalie bei ihr. Virginie! Virginie! Hier, Monsieur. Hier heißes Wasser. Sehr schön, stelle es hier hin. Genau in den Berg. Und hör mir gut zu. Aber passen Sie auf, das Wasser ist ziemlich heiß. Weißt du noch, was meine Frau heute mal anhatte, als sie fortging? Aber sicher, das neue Kleid mit dem Volant und der schönen Florentinerhut. Ach ja, ein Geschenk ihrer Patin, der Baronin, ein 500 Franc, und mit dem geht sie aus und die schwedische. Au! Sind Sie wahnsinnig? Wahrscheinlich macht sie irgendwo einen Besuch und ist dabei aufgehalten worden. Ja, und zwar in Malkommissen. Virginie, du gehst jetzt sofort zu Madame Romy. Wie? Nach Grand Canyon? Aber selbstverständlich, ich wette, dass sie dort ist. Monsieur, das ist ja auf keinen Fall. Diese Kanäle weiß etwas. Diese Weibsbilder halte ich immer zusammen. Aber nein, nein, Monsieur, ich weiß von gar nichts. Ich laufe schlange 2 Stunden von Haus zu Haus. Ich kann einfach nicht mehr. Und nun sollte man nach Grand Canyon. Das geht über meine Kräfte. Na schön, dann bin ich ein Wagen. Da hast du drei Frauen. Ich werde mir nur eine Freude in der Blume wieder in der Tee nehmen. Spring schon, lauf! Chemie, aufmachen. Bist du es, Mutzelchen? Wohl kaum. Wie bist du ins Haus gekommen? Mit der Straßenbahn und Fenster. Zieh dich aus, Schatz. Hey, aufwachen! Wer ist dieser Herr? Schon gut. Bin ich. Sie sind es. Ich bin fertig. Man hat uns bei der Baronin Windelweich geblieben. Mir wäre das doch egal. Aber der alte Nanakur, der ist fuchsteufelswild. Stellen Sie sich vor, er will nach Zeiten eine Leserzuschrift gegen das goldene Kalb abdrucken lassen. Gott, hat diese Stange schon Wahnvorstellungen. Verschwinden Sie, Monsieur! Verschwinden Sie! Danke, Monsieur. Für der Treppe ist aber etwas schnell, sehr anstrengend. Was wagen Sie sich, Monsieur, verfremd einzutreten? Was ist das für eine Art? Ah, Sie nehmen Fußball, aber lassen Sie sich. Nicht schwer. Monsieur, ich empfange heute Ihren Besuch. Ich bin dazu einfach nicht in der Lage. Wenn ich Ihnen zuhöre, verdoppeln Sie meine Kopfschmerzen bloß. Monsieur, Ihr Bart, das ist doch zu laut. Was waren Sie? Sie Elender. Wer sind Sie eigentlich? Ja, Fallina, 25 Jahre alt. Hier geboren. Meine 8 Jahre warten vor dem Haus. Das geht nichts an, Monsieur. Ich kenne Sie nicht. Sie auch nicht. Und glauben Sie mir, ich habe nicht die geringste Lust, in der Zeit lang Bekanntschaft zu machen. Ich bin bloß hier, um mit Ihrer Frau zu sprechen. Eine Frau? Sie kennen sie? Noch nie gesehen. Allein sie besitzt ein Kleidungsstück, das ich dringend bedarf, das ich unbedingt haben muss. Au! Verbissen! Verschwinden Sie! Nicht, ehe ich mal angesprochen habe. Wenn ich Ihnen sage, dass sie hier ist. Was? Sie lassen Ihre Frau um diese Zeit noch allein in der Stadt herumlaufen? Ja, was sind denn Sie? Au! Alter? Was waren Sie? Er verbrüht mir die Beine. Ich bin gekommen. Ach so, ich verstehe. Madame ist bereits zu Bett. Das ist kein Problem. Wir werden das Geschäft im Dunkeln abhalten. Was sagen Sie sich, Sie Elender? Wo befindet sich das Zimmer von Madame? Verbrennen das hier? Monsieur, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich werde nicht einmal vor einem Verbrechen zurückschrecken. Warte nur, du Halunke, du elender Straßenräuber, verdammter Halunke! Womit habe ich das verdient? Was habe ich verbrochen? Mein Schwiegersohn geht 10 Uhr in seine Wohnung und lässt uns vor dem Haus warten. Martin, jetzt kann ich endlich meine Schuhe wechseln. Warte nur, gleich komme ich. Ah, er ist da drin, er zieht sich aus. Gott sei gelobt, Schuhe! Hoffentlich passen sie mir.
an meinen Schwiegersohn und die Hochzeit denke und an den Suff von gestern. Wie angegossen. Ich spüre die Myrte förmlich in meinen Haaren wachsen. Wohlan, ich werde sie hier in diesem ewigen Heiligtum platziert. Meine Schuhe, so. Sagen Sie, wo ist denn das Schlafzimmer? Das Schlafzimmer? Momentchen, vielleicht zeige ich es Ihnen. Ach was, das finde ich schon selbst. Herrgott, jetzt sind die Füße angeschwollen. Aber das wird auch nichts machen. Danke, aber ich habe schon genug getan. Ich bin todmüde. Das ist ja gar nicht der. Das ist der andere. Eine ganze Bande. Wo ist der Erste? Habe ich gehört. Wo ist der Hauptmann? Ich habe schon genug zu mir genommen. Ich möchte nur schlafen. Ah, da bin ich ja. Noch einer, den ich nicht kenne. Ich habe ja eigentlich nichts dagegen. Ist immer zu spät. Das Brautzimmer ist da drüben. Nun gut. Nun muss ich auch meine Festrede halten. Dazu brauche ich meine Hirtenschuhe. Ziehen Sie sich fertig an, Schwiegersohn, ich werde jetzt die Braut hereinholen. Kein Stiefelknecht! Oh, meine Tochter! Nein, ich will nicht! Ich brauche mich nicht! Kommt, sind Sie mit Schweigruber! Deine Rolle als Brautführer geht hier zu Ende! Schade. Hab ihn ein, meine Tochter. Begib dich ohne kindliche Furcht in ein kindliches Reich. Und mein Mann, ist er hier? Er macht sich soeben in diesem Paarraum für die Nacht zurecht. Ich möchte doch sie noch vorne probieren. Schweig, Ober! Papa, ich bin dann am ganzen Leib. Das kann ich gut verstehen, mein Kind. Das liegt in der Natur der Sache. Lieber Schwiegersohn, liebe Tochter, ich glaube, es ist an der Zeit, um an euch ein paar tief empfundene Worte zu richten. Etwas mehr Eile, wenn ich bitten darf, Schwiegersohn. Ziehen Sie einen Schlafrock an und stellen Sie sich zu meiner Rechten auf. Nein, Papa! Na gut, dann bleiben Sie unter dem Paarraum. Auf verharren Sie in frommer Aufmerksamkeit. Robert, die Myrte. Jawohl, Herr. Meine Kinder. Es ist ein beglückender Augenblick für einen jeden Vater, wenn er sich von seiner Geliebten... Verzeihung, wissen Sie, wo hier ein Stiefelknecht ist? Im Keller. Drängen Sie sich auf. Herzlichen Dank. Wobei, ich bin stehen geblieben. Sagen Sie auch? Ja, richtig. Meine Kinder, es ist ein beglückender Augenblick für einen jeden Vater, wenn er sich von seiner Tochter, der Hoffnung seiner alten Tage, der Stütze seines Weißlaufes trennen muss. Mein Schwiegersohn, diese liebliche Blüte ist nun ihr Eigentum. Sie sollen sie hegen und pflegen, sie in den Armen wiegen, sie verhätscheln und tätscheln und den jeglichen Wunsch von den Augen ablesen. Nun dieser Schuh. Meine Tochter, du siehst hier das zarte Quäntchen, das ich am Tage deiner Geburt in dieses Töpfchen gesetzt habe. Es soll für dich ein immerwährendes Symbol dafür bleiben, dass du einen Vater, einen Gatten, dass du Kinder hast. Seine immergrünen Zweige. Ah, Irene! Oh, mein Papa! Ich hoffe, sie sind auch mehr. Ich hatte das Bedürfnis, diese tiefen dunklen Worte für dein Leben zu leben. Nun aber können wir alle schlafen. Papa, verlass mich nicht! Ich muss dich niemals verlassen. Sehr friedlich, mein kleiner Engel. Ich kann deine Eltern nicht verstehen. Ich habe Ihnen das 14-fältigen für die Verwandtschaft vorbereitet. Die Kinder können in den Duschen schlafen. Was? Du sollst in den Duschen schlafen? Das kannst du für die Karte machen oder in der Natur? Glück, du weißt genau, dass im Haus kein Platz mehr ist. Ich schlafe ganz sicher. Schweig! Ich bin nicht am Plätzchen, weil ich am Boden schlafen muss. Sehr gut, Herr Kollege. Ich habe noch einen Stiefelknecht entdeckt. Was? Nein, du bleibst
nicht einmal. Ich glaube, er ist während der tiefen, guten Rede eingeschlafen. Was? Da ist ja niemand! Sie ist nicht da. Ich habe die ganze Wohnung durchsucht, aber sie ist wirklich nicht da. Schwiegersohn, was soll das bedeuten? Sie schon wieder, Schwiegervater! Ich muss sagen, Sie sind saure Schwiegerpapa! Sie sind ein Klebemittel, ein Gummiarabikum, ein Vollspaß! Ist sie fertig? Ich komme mit meinem Schwiegersohn. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Moment, ich glaube, es ist meine Pflicht, den Anachronismus hier an der Temperatur zu testieren. Sie sind lauwarm. Das sind Ihre Aufsätze. So verschwinden Sie doch schon in die Federn! Jawohl, Monsieur, das werde ich. Aber morgen früh werden wir uns unterhalten, ungesäumt fortsetzen. Sie ist nicht da. Ich habe alles untersucht. Das Unterste zum Oberst gekehrt. Habe eine riesen Kollektion an Hüten gefunden. Rote, blaue, gelbe, graue, alle Farben des Regenbogens. Aber keinen einzigen aus Stroh. Ach, da ist er jetzt. Ganz wunderbar. Alles an die Feder! Loslassen! Keinen Widerstand. Ich habe in jeder Tasche eine Pistole. Was Sie nicht sagen, Monsieur! Bitte, Mörder! Schreien Sie nicht! Oder es geschieht ein Verbrechen mit Schlagzeilen! Geben Sie meine Waffen zu! Geben Sie mir den Hut! Hut! Oder lebt! Was mir heute passiert ist, wird in den Annalen der Menschheitsgeschichte stehen. Ich bade meine Füße, warte auf meine Frau. Auf einmal taucht der Mensch auf, redet wie ein Verrückter von Hüten und bedroht mich mit meinen eigenen Waffen. Sie verstehen das einfach nicht. Aber wie könnten Sie auch? Hören Sie, mein Pferd frisst eine Strohrückheit auf im Wald von Vincent, während seine Eigentümerin mit einem jungen Leutnant herumposiert. Was habe ich damit zu tun? Sie verstehen das einfach nicht. Hören Sie zu, diese Dame und der Leutnant haben sich bei mir zu Hause einquartiert und sie denken nicht daran vorzugehen. Es sei denn, ich schaffe einen neuen Strohhut dabei. Ja, weshalb geht die junge Witwe nicht einfach nach Hause? Junge Witwe, dass ich mich lache. Sie ist verheiratet. Mit einem Schurken, einem Kretter, einem Idioten, der sie mit seinen Versen zermalmen würde wie ein zartes Pfefferkorn. Oh, ich verstehe. Aber Monsieur, wir werden diesen Schub aus Glatteis bringen. Dem Herrn gemein. Ihre Hilfe. Monsieur, Sie sind doch ein grundgewitzter Mensch, nicht wahr? Wir werden diesen Hadalung so richtig hart reingeben. Verzeihung, sowas kann ich nicht hingehen. Aber kommen Sie schon. Hier ist ein kleines Eis. Großer Gott. Florentinischer Spruch und Mohnblumenmantum. Das ist ja der Irrige. Das mit dem Bild in der Hand schon war bloß ein gemeiner Trick. Also kommen Sie schon. Was verlangen Sie für den Hut? Oh, es wird sich grauenhaftes abspielen. Wir gehen. Wohin? Zu Ihnen. Ohne Hut? Wisst ihr, ich war im Kontrollen und niemand bei der Tante. Psst, Sapristi, das Zimmermädchen der besagten Dame. Gütiger Himmel, der Stefan beliebt. Was spielt im Zimmer meiner Frau? Sie ist zurückgekommen. Oh, da werden wir wechseln. Saffern. Was machst du denn hier, du kleiner Unglücksrabe? Was ich hier mache? Ich bin hier in Stellung. Du hier in Stellung? Bei Papa, du hin? Warum denn nicht? Verdammt! Dann ist er der Gatte. Und ich habe ihm alles erzählt. Ist Madame schnell? Er liegt zum Teufel und nur mehr ganz. Oder ich zerschneide dich in ganz, ganz kleine Stücke. Der Hut, dem ich den ganzen Tag schon nachlaufe, dieser Hut ist der gleiche, den mein Pferd heute Morgen gefressen hat. Man wird diese unglückselige Massakrierer! Was haben die ganzen Leute im Schlaf von meiner Frau zu tun? Was geht hier vor? Was ist hier los? Gott, Mann! Gott, jetzt ist alles aus in Ihrem Haus! Oh Himmel! Mein Schwiegersohn, du führst uns in ein fremdes Haus zum Schlafen gehen. Du erlaubst es, dass deine frisch angetraute junge Frau bei einem völlig fremden. Alles ist aus! Schwiegervater, Sie langweilen mich. Sie mir jetzt der Anrufe. Ja, oder? Monsieur, die meine ist noch immer nicht zurück. Sie hat wahrscheinlich den Omnibus-Wasser. Monsieur, sie ist bei Ihnen. Nein, das glaube ich nicht. Die Dame, die sich bei mir befindet, die ist dumm. Ist Ihre Frau dumm? Ach, was bin ich vielleicht für ein Trottel?
das kann ich nicht beurteilen. Dazu kenne ich sie noch zu wenig. Monsieur, wo wohnen Sie eigentlich? Ich wohne nicht. An der Bar. Nichts an! An der Bar, wo du hier auf Acht geschuft. San Christi! Gut zu wissen. Auch auf, meine Freunde, zu den Fiakern. Auch auf, Monsieur. Der Salon von Barilla hat mir keinen Schlüssel gegeben. Papa,
Klasse, mein Kind. Nicht hier, er. Der Onkel da oben brennt ein Licht. Das ist die Wohnung von Fadinar. Wahrscheinlich ist der Bronze da oben gekommen. Fadinar, Schwiegersohn, hallo! Fadinar! Ja, ja, die Soße war ziemlich scharf. Adina! Ja, okay, ich bin jetzt auf Zeit und was. Der will uns in den Kauf nehmen. So, dann gehen wir zur Polizei. Ja, ja, Polizei. Ja. Was soll denn, was haben wir hier? Ein Bursche. Hierher, Witzfigur! Nicht wenig. Ich komme jetzt erst in meine Serien. Trinity. Sie mir denn angesehen? Du Heimwaffe! Hast du meinen Zauber in deiner Schwiegersohn gesehen? Ich bin selbst in zwei geschlagenen Stunden, denn ja. Ehrenwort, es wird wohl auch ohne ihn gehen. Sperr uns das Tor auf! Chef, das geht nicht, das bin ich nicht mehr gut. Außerdem sind die Damen nicht mehr oben. Eine Dame? Welche Dame? Eine Dame? Herr Ulm, und zwar die, die seit heute Morgen ohne Hut rum ist. Aber jetzt basta! Eine Mätresse am Hochzeitstag! Ohne Hut! Eine Dirne, die sich am ewigen Kamin die Füße kann. Während wir, seine Frau, wir, die nächsten Verwandten, draußen seit 15 Stunden mit dem Mückenstock im Arm. Schande über Schande! Mama, Mama ist zu schlecht! Ich dir ins Wasser setzen, mein Kind, dass ich keine ganze Kleidung mit dem Ohr gekostet. Bist du ruiniert? Meine Freunde, lass uns doch schnell einen Fluch über diesen Lumpenkerl aussprechen und dann zurück nach Charmant-Genau. Aber Papa, kannst du mich hier schlecht und den Schmuck zurücklassen? Lass uns die Reaktion einer vernünftigen Tauschung auf meine Tochter. Du, wasch auf da! Hol uns alles, was meiner Tochter gehört! Aber Monsieur, keine Widerrede! Sonst beißen die Ohren vom Kopf! Papa, sie haben mich geopfert! Was willst du? Er hat Geld. Das gibt jedem guten Vater wieder eine Umstände. Er hat Geld, dieser Schuft. Oh. Ist er? Oh weh, meine Nieren. Sehr schräg. Was machen Sie denn hier? Schwiegervater, ich hätte gute Lust, mich auf Ihre Knie zu setzen. Ah, wegen keiner der Werbung, schön. Alles ist aus. Seien Sie niemals für den Stil. Es ist selber Stil, Sie beiden Mensch. Es war nicht. Er hat meine Spur verloren. Er hinkt wieder, Alter, er weiß das. Kurz danach haben wir einige Minuten Vorsprung, um dieses Blutverbrechen zu unterbieten. Was für ein Blutverbrechen? Was soll denn diese Räubergeschichte? Dieser Schakal hat meine Adresse. Er wird bis zum Hals mit Dolch und Pistolen beendet sein. Man muss die Unglückseligen fliegen lassen. Gibt es also zu. Habt ihr gehört? Er gesteht. Wie ja. Hier ist der ganze Kram. Was soll denn das? Meine Freunde, ihr kriegt ein Paket und dann wird gemeinsam umgezogen. Wie soll ich das verstehen? Das ist doch die Mitglied meiner Helene. Was ist sie gewesen, Monsieur? Wie? Sie wollen mir Punkt Mitternacht meine Frau rauben? Na, das probieren Sie mal. Losgelassen! Hände weg von der Mitgift, du Schuft! Mein Schwiegersohn! Alles ist aus! Pass doch auf, das ist ein Florentiner! Es ist mein Hochzeitsgeschenk! Es hat die ganze 500 Euro gekostet, aber ohne Knochen! Das ist doch nicht zu glauben! Ein echter Florentiner! Und mit den Mohnblumen! Und danach suche ich seit heute Morgen! Dabei liegt er bei mir zu Hause! Genau der gleiche. Evviva Italia! Hoch Nonantua! Hoch Robert! Hoch meine Braut! Hoch Vesine! Hoch, hoch Lüg! Hoch 500 Frau! Hoch Tadi! Weitergehen! Nichts! Warten Sie auf mich! Ich werde ihn hier schnell aussetzen und dann verschwindet sie. Wind, ja. Die Heirat annulliert. Auf, meine Freunde, auf zu den Fiakern. Halt! Was machen Sie mit all diesen Paketen? Man sieht unkorporal. Bei Nacht und Nebel? Erlauben Sie, so
Wo sehen Sie Ihr Leben? Sparen Sie sich Ihre Scherze, Monsieur. Ihre Papiere. Eine bei mir. Und die Ihre? Ha! Ihre Papiere soll sie vorweisen. Jawohl, ganze 500 Pfund. Ohne die Mohnblumen. Diese Späße werden noch ergehen. Hören Sie doch auf, die Arme ist doch stumm. Schreiben Sie! Sie Soldat, Sie, das Klaus finden, ist mit meinem Onkel leben. Wache! Die beiden werden festgenommen. Das ist mein Vater. Wo sind Ihre Papiere? Keiner bloß hat Papiere. Aha! Keiner hat Papiere. Das können Sie der Kommandant erzählen. Bei mir gilt das nicht. Ab auf die Wache mit Ihnen. So. Nein. Baby, the rhythm.
zum Stockfinster! Es tut mir leid, man löscht und elf das Licht. Beschäftigen Sie den Alten. Lassen Sie mich doch, ihr beschämt den Alten nicht mehr. Nein, Sie könnten feucht werden, Sie. Das ist leider nicht möglich. Dieser Post ist auf Wache. Post auf Wache? Dem ist es verboten, mit Passanten zu sprechen. Lassen Sie mich doch. Nein, Monsieur, Sie könnten mir feucht werden. Hey, Post auf meinen Platz. Weitergehen. Wir sind hier. Hey, gut. Was ist denn das da oben? Nichts. Ah. Alarm. Es ist bloß wegen der Sterne, die der Wind herunterführt. Dieser Mann ist betrunken. Monsieur, ich wiederhole noch einmal. Wie mein Herr Gemahl, Sie strahlen um diese Zeit auf gute Straßen. Meine Frau. Ich muss schon sagen, schön fühlt sie sich aus. Sie hat den Hut. So als ich reiße sich herum. Florentinisches Stroh. Mit Mondblumen. Sie lassen mich um Mitternacht alleine nach Hause gehen. Um Mitternacht. Und das, obwohl ich schon morgens an bei meiner Cousine Eloa, die verabredet auf sie gewartet habe. Verzeihung, ihre Cousine Eloa? Sie hat den Hut. Verdammt, sie sieht aus wie ein Bild in der Handschuhe kaufen. Warum gerne 14 Stunden, um Bild in der Handschuhe zu kaufen? Sie hat den Hut. Wie schön, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Ich auch nicht, Madame, aber Sie haben den Hut. Hat Madame den Hut? Sie hat den Hut. Warum hat denn das Pferd im Wald von den Zellen? Das hat den Hut. Bravo, mein Schwiegersohn. Alles ist wieder in bester Ordnung. Sie gestatten Sie, dass ich Ihnen Schwiegervater vorstelle? Dein Bursche hat uns alles erzählt. Das ist edel, das ist ritterlich, das ist supergeil. Mein Schwiegersohn, du hast meine Tochter, meine Würde und die Mitglieder der Retour. Aber nun, hol uns aus diesem Gefängnis! Monsieur, wäre es unverschämt, wenn ich meine Frau, die Hochzeitsgäste und den Schwiegervater wieder zurückhaben könnte? Aber ich tröste Vergnügen, Monsieur Fallina. Hochzeit da, sind entlassen. Sie hat den Hut. Es ist klassisch.